Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Schild Rundenpass. Wir stehen hier vor dieser ominösen Treppe und wir drehen einfach wieder um. Nein, natürlich nicht. Hi. Was hast du denn jetzt zu sagen? Keine Cutscene? Frech. Ich habe dich schon sehnsüchtig erwartet, Menschenkind. Der Kronentempel diente mir einst als mein Zuhause. Phantoros hat sich wohl just hier niedergelassen, um mich für meine verlorenen Kräfte zu verwöhnen. Oh, die Zügel des Bundes. Du hast sie mir wahrhaftig gebracht. Danke dir von Herzen. Ja, hier, bitte. Gerne. Nix. Ah, dieses Gefühl, sie in den Händen zu halten. Farbe und dieser edle Glanz. Die Erinnerungen sind so frisch wie am ersten Tag. Phantoros ist ein sehr stolzes Pokémon. Manche würden es vielleicht sogar arrogant nennen. Es wird mich erst dann wieder als seinen Herrn akzeptieren, wenn ich den Beweis erbringe, dass meine Kraft die seine übersteigt. Ich werde die Züge des Bundes dazu nutzen, ihm meine Kraft direkt zu übermitteln. Dann, so hoffe ich, wird es sich mir endlich wieder gewogen zeigen. Wohlan, Menschenkind. Es ist an der Zeit, mein treues Rossherrn herzulocken. Ich dachte, es ist da. Lege hierzu die Phantomkarotte in den Korb, der sich in seiner Schlafstätte befindet. Okay. Der hängt einfach nur so ein bisschen ab. Hast du hier noch irgendwelche coolen Items versteckt? In einem Trümmerhaufen. Nö. Okay, dann. Ja, möchte ich. Ich möchte ja irgendwie weitermachen, ne? So. Die sieht halt immer noch super cool aus. Ich würde sie vielleicht nicht unbedingt essen, aber sie sieht cool aus. Es ist soweit, Menschenkind. Allerdings hast du mein treues Ross bereits einmal im Kampf bezwungen. Es nähert sich niemand freiwillig, den es für eine Bedrohung hält. Deshalb müssen wir uns verstecken und ausharren, bis es zurückkehrt. Ei, ei, Chef. Verstecken wir uns doch hinter dieser großen Wurzel da. Da zum Glück ganz convenient rumsteht. Ja? Ah. Oder ist es? Rufe schweben halt einfach. Das ist so cool, das Vieh. Nom nom nom. Yes, es hat angebissen. Und Peony ist wieder aufgewacht. Oh, Rodeo-Time. Ah! Peonys Gesicht einfach. Okay, das ist halt schon sehr cool. Oh, er hat ein Cape bekommen. Das ist schon cool. Es passt halt überhaupt nicht zu seinen Farben, aber es ist verdammt cool. Einfach der Bodendamm. Nice. Sehr, sehr schön. Was zum Henker? Fuck, er redet wieder. Mensch, was für eine Riesenrübe. Und was auch. Es reitet auf etwas. Naja, du kannst nicht mehr mit mir reden ohne Peony. Boah, dieser Riesenschädel kann ja sprechen. Oh, ich verstehe dich ohne Peony leider nicht. Hä? Was willst du? Ja, schnapp dir endlich Peony. Huch, echt? Tja, ich verstehe kein Wort. Aber wenn du meinst. Wollen wir mal. Wer oder was bist du überhaupt? Oh, nö, nicht schon wieder. Oh. Danke. Menschenkind.
Dank deiner Hilfe ist mein treues Ross wieder zu mir zurückgekehrt. Endlich habe ich meine alte Stärke zurückgewonnen. Ich war überzeugt davon, dass die Menschen ihren Glauben an mich verloren hatten. Mein treues Ross hatte mich ebenfalls verlassen. Bald schon war ich in Abgründen trostloser Einsamkeit gefangen. Doch du hast mich errettet. Worte reichen nicht annähernd aus, um dir das Ausmaß meiner Dankbarkeit zu zeigen. Deshalb würde ich dir gerne einen Vorschlag unterbreiten. Sollte es dir gelingen, mich in meiner jetzigen Verfassung zu fangen, so werde ich deine Stärke anerkennen und dir auf deinem Abenteuer zur Seite stehen. Stelle dich mir, sobald du dich bereit fühlst. Ah, doch zuvor noch eine Sache. Ich sollte diesen Mann dorthin zurückbringen, wo ich ihn gefunden habe. Geile Ausdrucksweise. Wo du ihn gefunden hast. Schließlich wäre es recht herzlos, ihn hier unter freiem Himmel schutzlos der Kälte auszusetzen. Ja, Pioni, geh dann mal. Schweb dann mal, ne? Bye, bye. Okay, das ist definitiv ein Safe. Hatte Bolt eine Donnerwelle? Ich glaube, Bolt hatte eine Donnerwelle, oder? Hattest du eine Donnerwelle? Du hattest eine Dauerwelle, sehr gut. Dann. Gespeichert habe ich ja. Ich speichere nochmal. Ich bin einer dieser Spieler. Ich kann nicht häufig genug speichern. Hi. Sei an meiner Seite, Koronospa. Ja. Oh, mehr coole Musik. Nice. Royales Chaos. Das passt halt farblich immer noch überhaupt nicht zusammen. Versteh dich nicht. Vielleicht hättest du den Mann doch behalten sollen. Reitgespann. Anspannung. Aha. Bin gespannt, was das bringt. So, Level 80 sogar. Mensch, es ist paralysiert. Nice. So, wir sind in Zug 2. In Zug 2 ist der Ball, der Flottball zwar nicht mehr ganz so gut wie in Zug 1, aber immer noch gut genug für die Paralyse. Wenn nicht, dann geht's halt einfach zu Hyperbällen. Agilität. Okay. Interesting. Es ist halt irgendwie cool, dass es quasi zwei Pokémon in einem sind. So ist es an der Zeit zu schwächen. Es ist paralysiert. Okay, aber noch ein Donnerblitz hält es leider nicht aus. Also das heißt jetzt Hyperbälle Spam, I guess. Ich habe jetzt zum Glück 77. Also so ein paar Runden halte ich durch. Oh Gott, das wird so lange dauern. Oha. Psychokinese. Ist es Geist-Psycho? Das wäre super cool. Das hat sehr viel Schaden gemacht. Einer. Zwei. Oh. Ärgerlich. Zähne lernen mit Pokébällen. Und schade. Dunkles Viren. Gott, was hast du denn alles für Fähigkeiten? Nee, ich gehe jetzt. Du müsstest eigentlich sehr, sehr gut sein, oder? Mit einer Psychoklinge müsste ich dich sogar noch weiter schwächen können. Das wäre nicht so effektiv. Nur hoffen, dass es nicht krittet. Nice. Das war sogar ein Krit. Ich kann es nochmal schwächen. Oh, Baby. Oh, Baby. Jack zahlt sich richtig aus gerade. Nice. Oh. Noch ein Crit. Holy shit, wie gut. Und Paralyse. So, Paralyse und fast tot. Du kannst jetzt eigentlich fast gar nicht mehr rausspringen, oder? Das wäre sehr frech. Wahrscheinlich bist du sehr frech. Eins, zwei. Oh, oh, oh.
Oh, ärgerlich. Aber damit haben sie unsere Chancen jetzt auf jeden Fall sehr vergrößert. Wir schmeißen einfach weiter Mundtabelle. Wir haben ja noch ein paar. So. Besser, solange es sich jetzt nicht heilen kann, ist alles gut. Astralfragmente. The fuck? Oh, das ist bestimmt der Geist-Move von dem Pferd. Das war nicht sehr effektiv. Okay, alles klar. Okay, das wird doch lustiger als erwartet. Ich werde irgendwann anfangen müssen zu heilen. Ich habe leider keinen Tank dabei. Und Trip, schade. Was steigt denn da? Spezialangriff, oh mein Gott. Nehmen wir doch unsere gute alte Special Wall. Ich hab gehört, das Pokémon ist sehr, sehr gut dagegen. Oh fuck, es gibt ja Shortcuts, die habe ich auch komplett vergessen. Kannst du bitte einfach drin bleiben? Ich habe leider kein Infinite. Keine unendlich vielen Pokémon dabei. Oh, danke. Das hätte langsam ein bisschen schwierig werden können. So viel Schaden, wie das Vieh raushaut. Oh, holy shit, wie viele Erfahrungspunkte. 8 fucking 1000. Ich meine, du bist auch 78, aber... Puh. Nice. Ein Eintrag im Pokédex. Psychogeist, wie erwartet. Rappenreiter. Mit seiner Kraft, alles von der Vergangenheit bis zur Zukunft zu sehen, soll es die Bewohner eines Waldes von einem Meteoriten bewahrt haben. Aha. Jetzt, nee, du kriegst keinen Spitznamen. Aber ab dem PC mit dir. Menschenkind. Nein, lass es mich bei deinem richtigen Namen nennen. Marissa. Ja? Ich blicke unserer gemeinsamen Zeit mit Freude entgegen. Das ist sehr schön. Hallo, bist du das Expeditionsleiterin? Hier spricht Peony. Aber gerade einen totalen abgefahrenen Traum. Ein so seltsamen Tempel. Und dieses Pokémon mit dem Riesenschädel war auch da. Dann hat es auch noch angefangen zu sprechen. Kamst du übrigens auch im Traum vor? Wirkte alles... Oh, ich hab so schnell geklickt. Jedenfalls habe ich mir Sorgen um dich gemacht. Und ich dachte, ich ruf mal an. Bei der ist in Ordnung, ja? Steckst du nicht in irgendwelche Schwierigkeiten oder so? Nö, alles gut. Boah, da fällt mir aber ein Stein vom Herzen. Ich hab mir wohl umsonst Sorgen gemacht. Hier im Pioneer-Expeditionstrupp geht die Sicherheit der Mitglieder schließlich über alles. In diesem Sinne, komm ja gesund und in einem Stück wieder zurück, hörst du? Jeder weiß, eine Expedition endet erst dann, wenn man wieder in der Basis chillen kann. Ja. Oh boy. Die neuen Züge des Bundes verhalfen dem König der reichen Ernte dazu, sich wieder mit seinem treuen Ross zu verbinden und ein neues Vertrauen zu den Menschen zu fassen. Zum Dank dafür, dass ich ihm bei der Rückgewinnung seiner Stärke geholfen habe, will es mich ab jetzt auf meinen Abenteuern begleiten. Erstatte Pionierbericht. Oh, das ist eine klare Aufgabe, das kann ich. Darf ich fliegen? Ich darf zumindest nicht mit dem Fahrrad fahren. Wie ging das Fliegen hier nochmal? So? Oh, ich darf auch direkt hier zum Tempel fliegen. Oh, das ist cool. Gefällt mir alles sehr, sehr gut bisher. Hi. So, nochmal ein bisschen Kraft sammeln für Peony. Ich glaube, ich werde ihn einfach so vorlesen. Meine Stimme packt das nicht. Ah, Expeditionsleiterin. Na, wie gehen die Erkundungen voran? Boah. Koronospa. Was sagst du da? Du hast das legendäre Pokémon Koronospa gefangen? Super nice. Los, ich will deinen Bericht sofort hören. Der Kopf ist ja gigantisch. Ist das etwa der König der reichen Ernte? Der große Obermacker? Seltsam. Wie kommst du so vor, als würde ich das Kärtchen nicht zum ersten Mal sehen? Ja, dein komischer Traum von vorhin vielleicht. Jedenfalls wirkt es ziemlich eindrucksvoll, wie es so ja majestätisch auf diesem Pokémon reitet.
Sein gewaltiger Schädel hat in der Tat etwas von einer Krone. Wenn das kein stattlicher König ist, dann weiß ich auch nicht. Diese Expedition kannst du als Erfolg verbuchen. Damit hast du mir alles zum König der reichen Ernte aus Legendennotiz 1 berichtet. Nice, dann vermerke ich diese Expedition gleich mal als erledigt. Ey, er hat einen Haken drauf gemacht. Sehr schön. Gibt's sonst noch irgendwelche Legenden, von denen du mir berichten willst? Giganten- und Vogel-Pokémon. Oh Gott. Stimmt, das gab's ja auch noch. Mist. Das DLC ist ja noch gar nicht vorbei. Habe ich da irgendwas? Nö, habe ich nicht. Ich gehe dann mal wieder. Ja, ich wollte eigentlich ins Menü. Danke. Wo habe ich denn die? Waren die hier? Ja, waren sie. Ja, Zügel des Bundes habe ich immer noch. Ich dachte, die hat Koronospa. Einsehen. Stimmt, die Regis gab es ja auch noch. Mist. Tief im Bett des Giganten liegen die Ruinen, in denen der Steingigant schläft. Die Tür ist fest verschlossen und mit der folgenden rätselhaften Inschrift versehen. La da ste ke n eist gen de s. Nein. Oh, da war noch mehr. Moment, stopp. Ach so. Insgesamt 4 Stück. Ja, okay. Nein, von dem erinnere ich mich sogar noch. Da bin ich ja eben dran vorbeigefahren. Ich sollte vielleicht mal ganz kurz meine Pokémon heilen gehen. Wie wäre das denn? Das wäre vielleicht eine gute Idee. Pokémon heilen. Pling, 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 pling. Und wir müssen uns Koronossa mal kurz anschauen. Hätte ja auch was verdrängt. Hier. Was kannst du denn? Du kannst auf jeden Fall ein scheiß Wesen haben. Und scheiß DV. Wieso hat das Vieh denn trotzdem so elend viel Schaden gemacht? Da. 120, 100, Psychokinese, Kämme, Agilität und Gigasauger. Was? I mean, it looks like a plan after all, but... What? Fucking pfiffig, Alter. Anspannung und dunkles Viren. Okay, das hat dann einfach 2 Fähigkeiten. Dunkles Viren, so wie sich das im Kampf angeschickt hat, wirkte das sowas wie der Beast Boost. Ein bisschen. Und Anspannung ist halt, naja, Anspannung. Cool auf jeden Fall, sehr, sehr cool. Mag ich gerne. Sehr, sehr gerne. Du kommst einfach dahin. Kopf ist einfach größer als alles andere. Dann würde ich sagen, gehen wir noch einfach mal ganz kurz zu den Ruinen hier. Wir sind jetzt mit Koronospas Story fertig. No, 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 no. Kein Interesse. So, und irgendwo hier unten. Genau, hier. Hi. Okay, direkt ein Anruf. Von Peony. Hallöchen, ich bin's Peony. Wie geht's, wie steht's? Was sagst du da? Hast du eine rätselhafte alte Ruine gefunden? Na, wenn das nicht einer der Orte ist, in dem sich so ein Gigant aus den Legenden rumtreibt, fress ich einen Besen. Wie? Das Tor ist aber verschlossen und hat eine rätselhafte Nachricht eingraviert? Das schreit nach einem passenden Titel für diese Expedition. Aufregende Legende und verschlossene. Ja, Na, ein wahrer Geniestreich, oder? Nein. Na schön, Expeditionsleiterin. Dann mach dich mal ans Werk und zeig, was du kannst. Ei, ei, Chef. Hi. Lass ein helles Geräusch ertönen, das den Stahlgiganten erweckt. Gibt's hier irgendwo eine Glocke?
Oder muss ich irgendwas in die Luft sprengen? Lass ein lautes Geräusch ertönen. Habe ich irgendwas dabei, was Geräusche macht? Aber das hat jetzt nichts mit dir hier zu tun, oder? Du stehst jetzt schon ein bisschen sehr convenient. Hi. Mach mal Geräusche, bitte. Danke. Das ist nicht laut. Ich gehe da mal einen anderen Tempel suchen, ne? Bis gleich. Hier im Bett des Giganten soll noch irgendwo ein Tempel sein. Ah, guck mal, da ist einer. Mensch. Du siehst ja nach Regi Rock aus, I guess. Guck mal, der auch eine Glocke läuten. Dass das erste Pokémon einen Stein tragen, das es unveränderbar macht. Ah, habe ich den dabei? Oh Gott, habe ich einen Ewigstein? Oder habe ich die alle verkauft? Das wäre jetzt ein bisschen ungünstig. Ich habe einen Ewigstein dabei. Na, guck mal, Blitzer, du entwickelst dich jetzt nicht mehr. Und die Tür geht auf. Ey! Dann habe ich das erste Rätsel offenbar einfach nur nicht verstanden. Go me. Hi. Ruin. Oh, sie haben die Musik wieder aufgefrischt. Und ich kann die Bodenplatten zum Leuchten bringen. Wenn ich sie treffe. Hi. Plötzlich liegt eine merkwürdige Spannung in der Luft. Was passiert, wenn ich jetzt mit dir rede? Unglaubliche Gesteinsenergie strahlt von dieser Statue aus. Möchtest du sie untersuchen? Ja, I guess. Ja, es ist Regirock. Okay, hi. Oh, sie haben auch diese Musik remade. Oh, wie cool. Hi. Was war ja gerade mit Pokécamping? Brauche ich nicht. So, Dönerwelle. Welches Level bist du? Level 70. Oh Gott, hoffentlich kill ich dich jetzt nicht. Welche Stärke hast du? 80. Machen wir das hier. Hoffentlich killt dich das nicht. Das wäre ungut. Ich meine, ich habe den Magneten nicht mehr. Oh, God bless. Ein Hammerarm. Okay, von mir aus. Mach dich halt langsamer. Ist okay. So, bevor ich dich anfange zu fangen, gehe ich mal auf King. Ich habe gehört, King ist sowohl gegen Hammerarm als auch gegen Gesteinsattacken relativ gut gefeit. Fluch. Oh, mach das mal. Mach dich noch langsamer. Kein Ding. So, und jetzt kann ich endlich wieder anfangen, Bälle zu schmeißen. Bälle zu schmeißen. Gehen wir direkt auf Überbälle. Flottbälle bringen jetzt schon fast nichts mehr. Ey, es hat gar nichts gebracht. Nice. Ich muss anfangen, diese scheiß Shortcuts hier zu nutzen. XX. Oh, ich habe da bestimmt irgendwas, womit ich dich noch weiter schwächen kann, oder? Ein Kraftkoloss. Ja, noch mehr Kampfattacken, I guess. Oh, ein bisschen Def. Nice. Dann. Wie wär's mit Borschnabel? Das sollte dich auf jeden Fall nicht killen. Oh, genau, roter Bereich. Perfekt. Setz doch nochmal Kraftkoloss ein, damit deine Attacke noch weiter sinkt. Schmeiß mal ein bisschen Heilung in den Ring.
Keine Schaden, falls das Pokémon crittet. Wäre das sehr, sehr ungünstig. Nice. Ey, noch weniger Angriff. Sehr gut. Kriegt noch einen Ball hinterher. Und ey, nice. Das war sehr einfach. Und wieder unfassbar viel EP. Sehr schön. Regirock, ein Eintrag im Pokédex. Ja. Kennt man schon. Kein Interesse. Geh mal schön auf die Box. Und. Ah. Ah, die Notiz ist ergänzt. Tief im Bett ist gegangen, nicht über Ruine. Der Steingigant schläft. Auf der Tür steht: Lass das erste Pokémon einen Stein tragen, der es unveränderbar macht. Als ich meinem Pokémon einen Ewigstein zum Tragen gab, öffnete sich die Glocke und gab Regirock preis. Sehr schön. So, Schneeschlucht ist dann Regis. Das ist Registeel und das ist, Xerneas und Yveltal. Oh nee, der schon wieder. Tagchen, ich bin's, Peony. Du übernimmst dich hoffentlich nicht, Expeditionsleiterin. Wie bitte? Bist dem Steingiganten Regirock begegnet? Ha, saubere Arbeit. Aber vergiss nicht, auch nach den anderen Giganten Ausschau zu halten. Viel Glück. Ach was. Spaßvogel. So, ich würde sagen, ich überlege mal, was ein lautes Geräusch machen könnte. Geht dann eventuell nochmal zurück. Ansonsten selbe Stelle, selbe Welle. Und dann gucken wir uns beim nächsten Mal einfach nach weiteren Ruinen rum, wenn ich nichts finde. Ansonsten gehen wir zurück. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann.